أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس القرآن Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Dars al-Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. O die ihr glaubt, wenn der Ruf zum Gebet am Freitag erschallt, dann eilt zum Gedanken Allahs und lasst den Handel ruhen. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und wenn das Gebet beendet ist, dann zerstreut euch im Land und trachtet nach Allah Ta'alas Gnadefülle und gedenket Allah Ta'ala häufig, auf dass ihr Erfolg habt. Doch wenn sie eine Ware sehen oder ein Spiel, dann brechen sie sogleich dazu auf und lassen dich stehen. Sprich, was bei Allah ist, das ist besser als Spiel und Ware, und Allah ist der beste Versorger. Liebe Zuhörer, die Verse, die soeben vorgetragen wurden, sind die letzten Verse der Surat al-Jumma, und darin hat Allah Ta'ala die Wichtigkeit des Freitagsgebet offenbart. Allah Ta'ala sagt, egal wie beschäftigt ihr seid, auch wenn der Handel ruft, sollten die weltlichen Angelegenheiten euch nicht davon abhalten, zum Freitagsgebet zu kommen. Denn das Gebot ist wichtiger als euer Spiel und Ware. Und Allah Ta'ala sagt, nach dem Freitagsgebet seid ihr wieder frei und könnt euch um eure weltlichen Angelegenheiten kümmern. Und er wird eure weltlichen Angelegenheiten segnen. Das Einhalten der Freitagspflicht ist nicht nur auf den Ramazan beschränkt, sondern Allah Ta'ala hat dieses Gebot für jeden Freitag erlassen. Allah Ta'ala sagt, egal wie beschäftigt ihr seid, auch wenn der Handel ruft, sollten die weltlichen Angelegenheiten euch nicht davon abhalten, zum Freitagsgebet zu kommen. Denn das Gebet ist wichtiger als euer Spiel und eure Ware. Und Allah Ta'ala sagt, nach dem Freitagsgebet seid ihr wieder frei und ihr könnt euch um eure weltlichen Angelegenheiten kümmern und er wird eure weltlichen Angelegenheiten segnen. Das Einhalten der Freitagspflicht ist nicht nur für den Monat Ramadan beschränkt, sondern Allah Ta'ala hat dieses Gebot auch für jeden Freitag erlassen. Und der verheißene Messias, alaihi salatu wassalam, sagte über die Wichtigkeit des Freitagsgebet: Der Freitag ist wie ein Eid und dieser ist noch viel herausragender als die anderen Eid-Feste. Aber wie kann dieser herausragender sein? Er sagte, für diesen Eid gibt es eine Sura, Surat al-Jumma, die insbesondere auf das Verrichten des Freitagsgebets hingewiesen hat und den Heiligen Propheten offenbart wurde. Dann schreibt der verheißene Messias al-Islam über die Wichtigkeit des Freitagsgebets und erwähnt eine Begebenheit von Hazrat Umar Farooq mit einem Juden. Und so heißt es, als dieser Vers, Al-Yawma akmaltu lakum dinukum, heute habe ich euch eure Glaubenslehre vollendet. Als diese Verse offenbart wurden, sagte ein Jude zu Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu, wenn wir solch einen Vers offenbart bekommen hätten, hätten wir an dem Tag ein Eid gefeiert, ein Fest gefeiert. Und Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu antwortete darauf,
der Freitag ist doch ein Eid-Tag, ist ein Festtag für die Muslime. Und denn dieser Vers wurde am Freitag offenbart. Und der verheißene Messias, al-Islam, sagt, doch viele Menschen sind dieses Eid, also dieses Fest, nicht bewusst. Sie sind es nicht bewusst, was für ein wunderbarer Tag das ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte einmal über die Wichtigkeit des Freitagsgebet: Wenn ihr zum Freitagsgebet kommt, das Namaz verrichtet, die Khutbah lauscht, währenddessen gibt es einen Zeitpunkt, einen Augenblick, wo Allah Ta'ala die Gebete des Menschen erhört. Dieser Augenblick ist nicht nur für einen bestimmten Freitag vorgesehen, sondern für alle Freitage. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einer anderen Begebenheit: Derjenige unter euch, der an Allah Ta'ala und den jüngsten Tag glaubt, für ihn ist das Freitagsgebet eine Pflicht. Also das Freitagsgebet ist eine Pflicht für die gläubigen Menschen. Der heilige Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, außer für die Kranken, für die Reisenden, für Frauen und für Kinder oder für Sklaven. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der wegen Spiel und Spaß und Handel das Jumma unbeachtet lässt, Allah Ta'ala behandelt mit ihm ebenso und kümmert sich nicht um ihn. Oder sagte er zu einer anderen Begebenheit, der Lohn für gute Taten wird am Tag des Freitags vervielfacht. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam über denjenigen, der bewusst das Freitagsgebet nicht wahrnimmt und ohne Grund das Freitagsgebet versäumt, dass jene Menschen als Heuchler gelten. Oder sagte er, derjenige, der aus Faulheit bei drei Freitagsgebeten hintereinander fehlt, dessen Herz wird von Allah Ta'ala versiegelt. Es gibt eine Fülle von Überlieferungen über das Freitagsgebet. Zum Beispiel heißt es, komm zum Freitagsgebet, derjenige, der sich vom Freitagsgebet fernhält, entfernt sich auch vom Paradies, obwohl er das Paradies verdient hätte. Seine Heiligkeit, Hazrat Khalifatul Masih, möge Allah Ta'ala sein Helfer sein, sagte, wir, die an den verheißenen Messias al-Islam glauben, haben die Verantwortung, den Rang unserer Gebete zu erhöhen, das Niveau, das wir in diesem Ramazan erreicht haben oder versucht haben zu erreichen, sollten wir nicht fallen lassen. In unseren Gebeten sollten wir auch stets ein höheres Niveau anstreben. Die Anwesenheit zu den Freitagsgebeten sollten wir auch beibehalten. Wir sollten die Gebote Allah Ta'alas erfüllen und zu jenen Menschen zählen, die stets bemüht sind, zu jenen zu gehören, die nach Gott verlangen. Möge Allah Ta'ala uns befähigen, dieses Niveau zu erreichen. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin afsala salawatika wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Darsul Quran, Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran.